Upper Movie Team, heute die nächste Trainingseinheit für euch, speziell für die Rumpfmuskulatur. Wir machen 10 unterschiedliche Übungen für 30 Sekunden Belastungszeit und dazwischen jeweils 20 Sekunden den Unterarmstütz vorwärts Plank genannt. Wir beginnen in der Bodenlage. Der Krautschimmer für 30 Sekunden und auf geht's. Jetzt gut durchatmen. Kopf neutral halten. Letzten 5 Sekunden. Sofort der Wechsel in den Unterarmstütz. Bauchspannung, Rücken flach. Nächste Übung, große Sit-Ups in der Rückenlage. Beine lang, rollt Rückenwirbel nach oben auf, Rücken maximal lang strecken. Euer eigenes Bewegungstempo wählen, in der Endposition immer groß werden. Der Wechsel in den Unterarmstütz, vorwärts. Schultern entspannt halten. Noch 5 Sekunden hier. Dann wiederum in die Rückenlage. Beine nach oben, kleine Crunches. Lendenwirbelsäule bleibt auf der Bodenmatte. Letzten Crunches. Und dann geht es wieder in den Unterarmstütz vorwärts. Nächste Übung, dann gleich in der Bauchlage die Arme kreisen. Bauchlage und die Arme kreisen. In 5 Sekunden geht es in den Unterarmstütz vorwärts. Nach oben hoch. Bauchspannung. Spannung. 10 Sekunden noch hier. Nächste Übung, Rückenlage und der Maikäfer. Rückenlage. Lendenwirbelsäule bleibt an Ort und Stelle. Jetzt in Sekunden. In den Unterarmstütz. Nächste Übung, Rückenlage, Hüftheben. Alternativ könnt ihr natürlich den Kopf ablegen.
spürt die Rumpfmuskulatur. Dort die Startbewegung. Letzte Wiederholungen. Perfekt auf den Unterarmstütz. Nächste Übung in der Rückenlage. Die Beine scheren. Kopf abgehoben oder abgelegt. Und dann die Beine scheren. Lendenwirbelsäule fest auf die Matte spannen. Auf in den Unterarmstütz. In der Bauchspannung. Rücken locker. Nach 5 Sekunden hier. Wir bleiben dann in der Bauchlage. Einer vor, einer hinter und dann langsam der Schwimmer. Noch 10 Sekunden. In den Unterarmstütz vorwärts. Danach noch 2 Übungen. Rückenlage. Halbe Taschenmesser. Lendenwirbelsäule bleibt auf der Bodenmatte. Haltet durch. Perfekt. In den Unterarmstütz, der vorletzte. Spürt die Bauchmuskeln. Letzte Übung. Beine heben und senken. Geht nur so weit, wie der Rücken auf der Bodenmatte bleiben kann. Ihr dürft natürlich auch gerne euren Kopf ablegen. Ein letztes Mal, Unterarmstütz vorwärts. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Das war das Rumpftraining. Bleibt gesund, euer Move-Team.